In diesem Video geht es um die Bergmannsche und die Allensche Regel. Zwei Regeln, die im Themenfeld Ökologie relevant sind und als Erklärungsansatz herangezogen werden für das beobachtete Phänomen, dass bei homoiothermen, das heißt gleich warmen Tieren, einige Individuen von eng miteinander verwandten Arten abhängig vom Breitengrad unterschiedlich groß sind und auch die Größe von Körperanhängen breitengradabhängig variieren. Genauer gesagt werden solche morphologischen Angepasstheiten, also solche, die das äußere Erscheinungsbild betreffen, hervorgerufen durch die Temperatur, die als sogenannter abiotischer Faktor auf sämtliche Organismen auf der Welt einwirkt. Und die Temperatur wiederum variiert breitengradabhängig. Polwärts, also vom Äquatorbereich in Richtung Nord- und Südpol, nimmt die Temperatur ab. Kurze Wiederholung. Homoiotherm bedeutet gleich warm. Homoiotherme Organismen sind in der Lage, ihre Körpertemperatur unabhängig von der Umgebungstemperatur konstant gleich warm zu halten. Zu homoiothermen Organismen zählen Säugetiere und Vögel. Wir können unsere Temperatur konstant halten, indem wir bei kalten Umgebungstemperaturen unsere Stoffwechselrate erhöhen. Wechselwarme bzw. poikilotherme Organismen, zum Beispiel Reptilien, sind dazu nicht befähigt. Bei ihnen passt sich die Körpertemperatur der Umgebungstemperatur an. Die globalen Temperaturunterschiede haben also zu einer morphologischen Angepasstheit von homoiothermen, gleichwarmen Tierarten geführt und können heute als sogenannte ökogeografische Regeln oder Klimaregeln wie folgt zusammengefasst werden. Individuen aus kalten Gebieten sind durchschnittlich größer als solche aus warmen Gebieten. Dies betrifft Individuen der gleichen Tierart als auch verschiedene nah miteinander verwandte Tierarten. Warum ist das so? Welchen Vorteil hat der große Körper des Kaiserpinguins am kalten Südpol? Welchen biologischen Nutzen zieht ein Galapagos-Pinguin aus seiner kleinen Größe auf den deutlich wärmeren Galapagos-Inseln? Natürlich ist ein Kaiserpinguin bei Außentemperaturen von minus 30 Grad Celsius darauf bedacht, seine Wärmeabgabe möglichst gering zu halten. Die warmen Temperaturen, die einen Galapagos-Pinguin umgeben, erfordern dies nicht. Hier kann ruhig die vom Körper produzierte Wärme auch an die Umgebung abgegeben werden. Der größte Teil der Wärme geht über die Körperoberfläche verloren. Zugegebenermaßen erscheint dies auf den ersten Blick nicht logisch. Ein Kaiserpinguin hat aufgrund seiner größeren Größe entsprechend auch eine größere Körperoberfläche als ein Galapagos-Pinguin und gibt folglich auch mehr Wärme ab als sein kleiner Vertreter. Und das, obwohl doch im Vordergrund steht, die Wärmeabgabe auf ein Minimum zu beschränken. Ihr merkt selbst, irgendwo muss es hier einen Haken geben. Auch wenn dem Kaiserpinguin eine größere Körperoberfläche zur Wärmeabgabe zur Verfügung steht, im Verhältnis zum Körpervolumen hat er eine kleinere Körperoberfläche. Kleinere Organismen wie der Galapagos-Pinguin haben eine im Vergleich zum Körpervolumen recht große Körperoberfläche. Physikalisch, und das ist der allerwichtigste Satz in diesem Video, ist es so, dass eine Körperoberfläche bei einer Verdopplung der Körpergröße sich zwar ebenfalls verdoppelt, sich das Körpervolumen jedoch verdreifacht. Stellt euch den Kaiserpinguin vor. Wärmeproduktion findet in jedem seiner Körperzellen statt. Mehr oder weniger also das gesamte Körpervolumen produziert Wärme. Viel Wärme. Ein doppelt so großes Tier, wir nehmen jetzt mal an, der Kaiserpinguin ist doppelt so groß wie der Galapagos-Pinguin, produziert relativ mehr Wärme, als es durch die Zunahme seiner Körperoberfläche verliert. Denkt dran, die Wärmeproduktion durch das Körpervolumen steigt um das Dreifache, die Wärmeabgabe durch die Körperoberfläche aber nur um das Zweifache. Dem Verhältnis zum Körpervolumen recht kleine Körperoberfläche des Kaiserpinguins trägt also dazu bei, dass auch nur wenig Wärme an die Umgebung verloren geht. Dem Verhältnis zum Körpervolumen recht kleine Körperoberfläche des Kaiserpinguins trägt also dazu bei, dass auch nur wenig Wärme an die Umgebung verloren geht. Wer das an dieser Stelle noch eindrücklicher erklärt haben möchte, den empfehle ich Ulrich Helmichs Internetbeitrag zu diesem Thema, verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Für Tiere in wärmeren Gebieten ist eine verhältnismäßig große Körperoberfläche von Vorteil, weil über die Körperoberfläche eben Wärme abgegeben werden kann. Eine hohe Wärmeabgabe ist hingegen für Lebewesen, die weiter polwärts in kälteren Regionen leben, eine denkbar schlechte Option.
Folglich trägt ihre zum Verhältnis zum Körpervolumen kleine Körperoberfläche eher zur Reduktion der Wärmeabgabe bei. Natürlich tragen auch kleinere Körperanhänge, Ohren, Beine und Schwanz dazu bei, die Körperoberfläche zu verringern und dadurch die Wärmeabgabe zu reduzieren. Wenn wir uns daran erinnern, dass gleichwarme Organismen ihre Körpertemperatur unabhängig von der Umgebungstemperatur konstant halten, wissen wir, dass sie durch die relative Wärmeabgabe nicht automatisch abkühlen. Aber zur Aufrechterhaltung einer konstanten Körpertemperatur muss dann umso mehr Energie aufgewendet werden, je höher der Wärmeaustausch mit der Umgebung ist. Logisch in diesem Zusammenhang erscheint auch, dass homoiotherme Organismen in warmen Regionen danach bestrebt sind, möglichst effektiv Wärme abzugeben, damit sie nicht so viel Energie dafür aufwenden müssen, sich aktiv abzukühlen. Deshalb sind die Körperanhänge der Tiere in wärmeren Regionen größer. Über große Oberflächen wie die großen Ohren des afrikanischen Elefantes kann so entsprechend mehr Wärme abgegeben werden. Eine Beobachtung, die man als Allensche Regel zusammenfasst. An dieser Stelle ist es mir wirklich wichtig, darauf hinzuweisen, dass immer mehr Forschungen zeigen, dass viele Tierarten von diesen Regeln abweichen. Die Tatsache, dass es viele Beispiele gibt, die im Kontrast zur Bergmannschen Regel stehen, zeigt die fehlende Generalisierbarkeit der Regel und dass es einer kritischen Auseinandersetzung mit dieser im unterrichtlichen Kontext bedarf. Um nur ein Beispiel von vielen zu nennen. Der große Wiesel, dessen Verbreitungsgebiet von den gemäßigten Breiten bis weit in die Subpolarzone reicht, ist bei uns deutlich größer als in Skandinavien. Die Temperatur als Selektionsfaktor kann hier nicht als Begründung herangezogen werden. Vielmehr determiniert die verfügbare Nahrungsmenge, die in der Subpolarzone deutlich eingeschränkt ist, die unterschiedliche Körpergröße. Andererseits zeigen Studien, dass auch wechselwarme Tiere Variationen der Körpergröße aufweisen, wie sie entsprechend der Bergmannschenregel zu erwarten sind. Beispielsweise besiedeln bei bestimmten tropischen Schmetterlingsarten in Costa Rica kleine Exemplare eher das feucht-heiße Tiefland, wohingegen in den kühleren Gipfellagen größere Exemplare vorzufinden sind. Auch wenn sich Biologie nicht immer an Regeln hält, vor allem die Bergmannsche Regel spielt nach wie vor im Abitur immer wieder eine wesentliche Rolle und sollte von euch gut gelernt werden. Bei Bedarf können wir derartige Abituraufgaben in einem weiteren Video gerne durchgehen.